willkommen zu einer Spezial-Quiz-Show zum Thema Weltall. Durch die Sendung führt unser Moderator Alexander. Unser Kandidat kommt aus Wien. Dominik hat sich in der Vorausscheidung souverän durchgesetzt. Die erste Frage um 100 Euro lautet: Was ist die Milchstraße? A. Eine Galaxie. B. Ein schwarzes Loch. C. Ein Sternbild. Oder D. Eine Rakete. Da gibt's nicht viel zu überlegen. Die Raketen heißen Apollo oder Saturn oder Sojus. Sternbild, mit diesem Namen kenne ich auch keines. Auf einer Landstraße gibt es vielleicht ein Loch, aber die Milchstraße ist ganz sicher eine Galaxie. Sicher? Gut, dann loggen wir das ein. Und die Antwort ist richtig. Gleich weiter mit der 200-Euro-Frage. Was ist unsere Sonne? A. Ein Planet. B. Ein Satellit. C. Ein Stern. Oder D. Ein Astronaut. Kein Planet, kein Satellit und auch kein Astronaut. Ganz sicher ein Stern. Das weiß ich noch ganz genau, das hat uns unser Herr Lehrer in der Schule gesagt, weil so lustig ist, dass die Sonne ein Stern ist. Und auch diese Antwort ist richtig. Machen wir sofort weiter. Um 400 Euro. Wie viele Planeten gibt es? A. 5, B. 7, C. 8 oder D. 9? Da ist eine kleine Falle drin, oder? Mit dem Pluto waren es 9, aber gemeinerweise zählt man den jetzt nicht mehr als Planet. Also muss die Antwort 8 sein. Na, wenn du so sicher bist und es ist richtig. Frage 4 um 800 Euro lautet: Welcher Planet ist der nächste zur Sonne? A. Mars, B. Venus, C. Erde oder D. Merkur? Erde und Venus kann ich ausscheiden. Der Merkspruch für die 8 Planeten von der Sonne weg geht so. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Also muss es ein Planet mit M sein. Kann ich den 50-50-Joker nehmen? Nun dann 2 falsche Antworten weg. Es bleiben C und D über. Jetzt ist es leicht. Die Erde kann nicht am nächsten zur Sonne sein, weil sonst würden wir nicht überleben. Also D, wie Merkur. Ob das richtig ist? Also, lieber Dominik, das mit dem M war nicht und flott überlegt. Und Merkur ist richtig. Dominik, du bist ja ein echt kluger Bursche. Woher kommt das? Erstens passe ich im Sachunterricht immer gut auf. Dann lese ich sehr viel und schaue mir immer die Millionenshow an. Wie man sieht, aufpassen in der Schule zahlt sich aus. Machen wir weiter mit Frage 5. Es geht um 1500 Euro. Welcher Planet ist der größte? A. Saturn, B. Jupiter, C. Uranus oder D. Neptun? Das ist einfach. Die Planeten haben ja alle Namen von römischen Göttern.
und der mächtigste römische Gott war Jupiter. Also hat man den größten Planeten nach ihm benannt. Die Antwort ist B, Jupiter. Das erklärst du echt logisch. Also loggen wir ein, die Antwort ist wieder richtig. Nur noch zwei Fragen. Was würdest du mit dem Geld anfangen, Dominik? Ganz einfach. Ich würde einen Weltallflug buchen. Das könnte aber knapp werden, denn ein Weltallflug ist viel teurer als der Hauptgewinn. Aber zum Sparen beginnt, dafür wird's schon mal reichen. Also die Frage um 3000 Euro. Wieso ist Pluto kein Planet? A. Seine Bahn passt nicht. Er ist aus anderem Gestein. B. Er wurde von einem Komet getroffen. C. Er wird von der Sonne nicht angezogen. Oder D. Er entfernt sich immer weiter von der Sonne. Wie hat uns das der Herr Lehrer doch erklärt? Darf ich den Telefonjoker nehmen? Und wen willst du anrufen? Meinen Herrn Lehrer. Hallo, Lehrer Richard hier. Bei mir sitzt der Dominik und der hat ein kleines Problem mit einer Frage. Er hat 30 Sekunden Zeit, dich zu fragen, ab jetzt. Hallo Herr Lehrer, warum ist der Pluto kein Planet mehr? A. Seine Bahn passt nicht. Er ist aus einem anderen Gestein. B. Er wurde von einem Kometen getroffen. C. Er wird von der Sonne nicht angezogen. Oder D. Er entfernt sich immer weiter von der Sonne. A. Lieber Dominik, und wenn? Puh, das war knapp. Also ich vertraue meinem Lehrer und nehme Antwort A. Dein Lehrer klang ja auch sehr sicher. Also loggen wir es ein. Und es ist richtig. Gehen wir es an. Die letzte Frage um 5000 Euro. Wieso sind die Dinosaurier ausgestorben? A. Sie sind in einer Überfluchtung ertrunken. B. Sie fanden kein Futter mehr. C. Weil ein Vulkan ausbrach. Oder D. Weil ein Meteoriteneinschlag das Klima verändert hat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Habe ich noch einen Joker? Leider nein. Beide sind weg. Aber ein bisschen zocken? Nein, nein, nein. Lieber nicht. Auch 3000 Euro sind für meinen späteren Weltallflug ein ganz guter Beginn. Yeah. Der Dominik gewinnt also 3000 Euro. Und wird irgendwann mal ins Wetter fliegen. Jetzt aber noch dein Tipp. Ich weiß was Besseres. Da sollen die Zuseher zu Hause raten. Gute Idee. Und damit endet unsere Wetter-Quiz-Show. Wenn ihr die richtige Antwort und die letzte Frage wisst, geht damit zu eurer Frau, Lehrerin, und überrascht sie.